Domian, das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute nicht im WDR Fernsehen, sondern ausschließlich hier bei uns im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich höre hier etwas rauschen. Ich hoffe, ihr hört es nicht rauschen. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Ich sage die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050. Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, wenn ihr faxt, wie immer der Hinweis, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. So, es geht los mit Jan. Und Jan ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Jan. Ich höre Jan nicht. Hallo Jan. Nee, ich höre keinen Jan. Ihr Lieben. In der Technik. Was mache ich jetzt? Hallo Jan? Nee. Irgendwas stimmt hier bei mir auch nicht, weil ich ein ganz heftiges Rauschen auf meinem Kopfhörer habe. Jo, wir machen ein bisschen Musik. Zweiter Versuch, hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und mein erster Anrufer ist Jan. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt höre. Hallo. Ja, Abend. Hey, das ist gut. Ja, zwar immer noch mit Rauschen. Und wenn das Rauschen draußen auch zu hören ist, bitten wir das zu entschuldigen. Und wir wollen das so schnell wie möglich beheben. Du bist 20 Jahre alt, Jan. Richtig, ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg? Jo. Wie schön. Ja, und ich habe ein großes Problem. Ich habe eine Beziehung seit 2,5 Monaten mit meinem Freund irgendwie. Und wir hatten letzte Woche das erste Mal Sex. Ja. Und dann habe ich den Namen von meinem Ex-Freund beim Sex gesagt. Oh, wie peinlich. Ja. Also in voller Leidenschaft und Liebesblut rufst du dann, wie heißt dein jetziger Freund? Mike. Mike. Und was hast du gerufen? Tobias. Tobias. Ja, und seitdem ist irgendwie... Vor dem Orgasmus, während des Orgasmus oder wann? Beim Orgasmus. Oh shit. Das ist nicht gut. Und wie hat er reagiert? Ja, er hat sich dann umgedreht und hat sich dann, also lag neben mir, hat sich hingelegt, wie gesagt, hat mit mir nicht geredet. Ja. Hat mich einfach weggestoßen. Ja. 2 Minuten später hat er dann einfach die Decke genommen und hat sich auf die Couch gelegt. Ja. Total kindisch Reaktion. Naja, so kindisch ist das vielleicht auch nicht. Das ist so Hallo Freud, ne? Wie erklärst du es dir selbst? Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe es ja selber gar nicht mitgekriegt, wo mir das jetzt gesagt hat. Achso, du warst so von Sinnen? Ich habe es erst mitgekriegt, was mir dann gesagt hat. Oh je. Wie lange warst du denn mit Tobias zusammen? 1,5 Jahre. Und wer hat sich von wem getrennt? Ich von ihm. Warum? Also ich habe mich getrennt. Und warum? Weil er fremdgegangen ist. Weil was? Weil er fremdgegangen ist. Ach so.
Hast du denn dennoch Gefühle für ihn? Ja. Ah, siehst du? Insofern ist das Verhalten von deinem Freund gar nicht so kindisch. Ja gut, aber es ist nicht irgendwie, ich empfinde nicht wirklich was für ihn. Also ich mag ihn schon gerne als Freund, ja, weil wir auch noch Kontakt haben, aber es ist da nichts irgendwie Liebe oder so im Spiel, das ist nichts. Pass auf, Jan, wir machen jetzt was ganz Unkonventionelles. Ja. Es rauscht immer noch. Wir machen mal ein paar Sekunden Pause, weil mein netter Techniker, der Michael neben mir hier gerade steht, und der stöpselt mal was um. Bleib mal einfach dran und wir harren der Dinge. Wir machen weiter. Perfekt, es rauscht nicht mehr. Jetzt höre ich dich noch besser, Jan, hoffe ich. Hallo, Jan? Ihr Lieben, es ist absurd. Jetzt höre ich den Jan nicht mehr. Was machen wir denn bloß hier heute Nacht? Es klappt doch immer so gut alles sonst. Jan, bist jetzt da? Hallo? Ja, Mann. Also, zurück zum Stück. Stehen geblieben waren wir da, dass du dich von deinem ehemaligen Freund Tobias getrennt hast. Richtig. Nach über einem Jahr, weil der fremdgegangen ist, du aber dennoch für ihn was empfindest. Glaube ich schon, ja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Freut der Versprecher, wie du sagst. Ja, und insofern meinte ich gerade, dass dein jetziger Freund da schon ein bisschen zu Recht auch sauer wäre. Wäre ich an dessen Stelle auch. Ja, ich glaube, ich hätte mich rausgeschmissen. Ich hätte gesagt, nehme mit den Sachen und gehe. Ja. Ja. Wann ist das passiert? Letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag. Wie ist die Stimmung seitdem? Ja, wir telefonieren irgendwie noch. Dazu muss ich sagen, er kommt aus Winsen, das ist oben Hamburg rum. Mhm. Und aber es ist halt nicht mehr das, was es vorher war. Es ist halt nur noch so sachlich und also man merkt schon, dass er damit gar nicht umgehen kann. Ja. So, jetzt ist die Frage, ob du damit umgehen kannst mit dem Versprecher. Was empfindest du denn für deinen jetzt für Mike? Sehr viel. Sehr viel. Mhm. Das heißt, du bist richtig verknallt in den, würdest gerne auf jeden Fall die Beziehung weiterführen und ausbauen. Ja. Wie alt ist er? Er ist 30. 30. So, der ist 30, du bist 20. Mhm. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Erfahrung schon auf dem Buckel. Das bedeutet, dass er eigentlich, finde ich, dass man ein so ein Ding muss, das muss reparabel sein, regulierbar sein. Ich finde, das ist kein Grund, deshalb, dass eine Beziehung auseinandergeht, nur weil man sich da einmal mal versprochen hat. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, dein Ding, dass du ihm wirklich mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, klar machst, wie sehr du ihn lieb hast, wie sehr du verknallt bist. Natürlich, wenn man anderthalb Jahre mit jemandem zusammen war, dass das noch nachwirkt und dass er es insofern verstehen soll, dass es halt dann passiert ist. Aber jetzt geht's nach vorne. Du guckst jetzt nach vorne und nicht nach hinten. Ja, aber er ist ja egoistisch irgendwie. Er sagt immer, ich kann ihn nicht verstehen, weil ich dann zu ihm gesagt habe, dass ich das etwas ein bisschen unreif von ihm finde. Ja, finde ich auch. Und dann meinte er so zu mir, das ist doch nicht unreif, was würdest du denn machen? Und so, kannst du nicht auch mich irgendwo verstehen? Weißt du, wie unangenehm mir das ist? Klar. Das ist ja auch verständlich, dass man da sauer ist. Aber die Frage ist jetzt, wie lange will man darauf nur rumhacken? Ne? Die Frage ist ja, wie ihr sonst miteinander klarkommt. Sehr gut sogar. So, das ist doch wichtig. Mach ihm das doch klar. Sag ihm auch nochmal, wenn du es zum tausendsten Mal sagst, dass es dir leid tut. Und an ihm appellier doch auch wirklich an ihn, dass du sagst, Mensch, komm, lass uns in die Zukunft gucken und nicht nach hinten. Wenn ihm da wirklich dran gelegen ist an eurer Beziehung, dann kann man sich doch nicht an so einem Firlefanz aufhalten. Das ist einmal passiert, das ist blöd und unangenehm, kann jeder verstehen, klar, aber dann ist es auch mal irgendwann gut. Deswegen bin ich gerade so, wo ich hörte, der ist 30 schon. Da muss man doch ein bisschen souveräner auch mit sowas umgehen, als wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist und da noch empfindlicher reagiert. Du bist skeptisch, oder? Ja, sehr sogar. Weil ich das irgendwie nicht verstehe von ihm, so, dass er so eine Szene rausmacht irgendwie. Mhm. Weil man kann sich da auch wirklich reinsteigern. Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genau. Was hast du denn jetzt alles schon so unternommen? Du hast ihr telefoniert und es ist alles so ein bisschen... Ich habe ihm jetzt Karten gekauft für AIDA-Essen zum Beispiel. Aha. Dann werde ich nächste Woche zu ihm fahren, werde ihm dann Blumen mitbringen, ja, gebe ihm dann die Karten, ja, koche vielleicht auch was. Ja, also alles nette Aktionen, wo man eigentlich sagt von außen, er versucht es wieder gut zu machen, der Jan. Ja. So, mach ja, mal. Mehr kann ich nicht machen. Nee, mehr kannst du nicht machen. Ich möchte. Und wenn er auch nicht will, dann ist es okay. Muss ich da durch irgendwo. Also ich finde, das solltest du auf jeden Fall so weitermachen. Mhm.
Und das ist ein richtiger Satz, den du gerade gebracht hast. Wenn er dann immer noch und immer noch und immer noch, ich sag jetzt mal zickig, darauf reagiert. Wie ein Mädchen, ja, wirklich. Es war wie ein Mädchen, hat er reagiert. Okay, kann er vielleicht auch in der ersten Sekunde. Mhm. Aber es muss dann irgendwann auch gut sein. Und wenn es nicht irgendwann gut ist, trotz deiner Bemühungen, dann finde ich, dass der dich auch nicht richtig, dass der nicht wirklich verknallt in dich ist. Ja. Denn das ist kein Grund, sich von jemandem loszulösen wieder. Das ist zu geringfügig. Das ist blöd, wie gesagt, aber es ist zu geringfügig. So, jetzt fahr du hin, koch dem schönes Essen, kauf dem schöne Blumen oder auf was er auch immer steht. Habt einen schönen Abend in der Oper. Mhm. Und wenn er danach immer noch verspannt ist, dann, dann würde ich ihn aber wirklich hart dran nehmen. Sag, pass mal auf hier. Ist es dir was wert, ist es dir nichts wert? Ich kann mir nicht weiter, ich kann mir nicht alles aufreißen. Ich habe jetzt so viel getan, nun musst du auch auf mich zukommen. Ja, aber er leidet auch zu viel. Er hat mir eine SMS geschrieben und weil mir das sehr unangenehm war, hat per SMS gesagt, weil wir uns beide ja quälen, weil uns das ja beide richtig nahe geht auch, der Stress halt. Mhm. Und da meint er so in etwa so, das hat er aber nicht wirklich ausgedrückt, SMS, naja gut, weiß ja, das kann man ja immer interpretieren, wie man will. Und da hat er das dann so ausgedrückt, so in etwa, ja, wenn das so stressig ist, dann wäre das, glaube ich, schon besser, dass wir dann das Kitten, das Ganze, also aufhören. Verstehst du? Also, Kitten oder was? Ja, Kitten, also aufhören. So, das verstehe ich dann nicht. Nee, Kitten ist nicht aufhören. Kitten? Ja gut, für ihn, also ich meine einfach, ich sag mal, aufhören die Beziehung halt. Ja. Also halt, verstehe ich ihn auch irgendwo nicht. Und dann hinterher habe ich mit ihm telefoniert und dann war also Kinderkram. Alles Kinderkram, ja. Also Jan, zieh es so durch, wie du es gerade gesagt hast. Und wenn er danach immer noch dann so ist, dann zieh du deine Konsequenzen. So würde ich es ganz klar jetzt sagen und sehen. Okay? Okay, dann mach ich das. Alles Gute. Schönen Grüße nach Hamburg. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gar nicht mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Gertrud ist jetzt hier und die ist 46 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domina, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Gertrud. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht das, ich habe ein Problem und zwar suche ich meinen Sohn seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren? Ja. Was ist da passiert? Ich wurde damals dazu gezwungen, meinen Sohn zur Adoption freizugeben. Ja. Und warum wurdest du gezwungen? Ja, man hat mich unter Druck gesetzt wegen meiner. Ich hatte noch ein Kind. Ja. Und weil ich alleinerziehend war, hatte meine Mutter hatte die Kinder mit dem Spiel gehabt. Die hat gemeint, ich komme damit nicht klar. Ja. Und hatte gesagt, ich sollte dann doch den Jungen abgeben. Und wo war der Vater? Der war nicht da. Der war einfach nicht da? Nein. Konnte sich somit auch nicht kümmern? Nein. Dann hast du das Kind ausgetragen? Ja. Und direkt nach der Geburt weggegeben? Nein, ich habe ihn 4 Monate bei mir gehabt. Ja. Und da musste der in die Kinderklinik, weil er Kinderkrankheit hatte und von daher habe ich nicht mehr wiederbekommen. Das heißt, er kam in die Klinik und dann hat man ihn dir regelrecht weggenommen? Ja. Ohne dass du vorher dein Einverständnis gegeben hattest? Mhm. Das ist aber hart. Und jetzt fragen die Kinder natürlich, wie der aussieht, wo er wohnt oder was. Das ist mir klar. Ich bin immer noch etwas schockiert über dieses Verfahren, was damals da abgegangen ist bei dir, bei euch. Ja, meine Mutter, die hatte wohl die Hände mit dem Spiel, weil sie hat auch meine Schwester mal heimgebracht, alles. Ja, die hat das eingefädelt. Ja. Mhm. Warst du nicht dann absolut geschockt, als du irgendwann in das Krankenhaus gehen wolltest? Ja, war ich. Und er war weg? Der war weg, ja. Und du hast dann nie irgendetwas erfahren, wohin er vermittelt worden ist? Nein, ich habe wohl 2 Bilder gekriegt, die er noch klein war und das war alles. Ist er denn zu einer Familie gekommen oder in einem Heim aufgewachsen? Weißt Nein, du? Er ist zu einer Familie gekommen. Seine Familie. So viel weiß ich. Vor 23 Jahren war das? Ja. Wann ist er geboren? Genau? Am 18.08.1980. Ich könnte mir vorstellen, dass du in diesen letzten 23 Jahren ganz, 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 ganz oft an den Jungen gedacht hast. Ja. Mhm. Ich habe auch schon versucht, mit dem Jugendamt drüber zu reden, aber die geben keine Auskunft darüber. Mhm. Die dürfen das nicht, ne? Nee. Mhm. Wie ist das eigentlich so rechtlich, wenn er jetzt seine Mutter finden würde wollen? Dürfen die das ihm geben? Ja, also, ja, normalerweise ja. Das ja? Mhm. Ja, ich habe den Mädchennamen ja nicht mehr. Ja? Ich habe ja geheiratet deswegen. Mhm. Aber er könnte dich leichter finden vermutlich als umgekehrt, wenn er wollte.
Ja, wenn er wollte. Mhm. Welche Möglichkeit... Wenn er überhaupt adoptiert ist, sag ich mal. Bitte? Wenn er wüsste, dass er überhaupt adoptiert worden ist. Wenn er es überhaupt weiß. Mhm. Ja. Welche Möglichkeiten hast du denn, überhaupt ihn zu suchen? Dann habe ich gar keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, im Prinzip sind dir die Hände gebunden. Ja. Du sitzt da und hoffst, dass vielleicht irgendetwas geschieht von seiner Seite aus. Ja, ich hoffe, ich habe es ja selber auch schon versucht. Von mir aus klappt das nicht. Dann habe ich gesagt, irgendwann wird er auch älter, vielleicht. Aber was hast du denn versucht? Du warst beim Jugendamt, die haben gesagt, nein. Und was hast du noch versucht? Ja, ich habe versucht, mal in so eine Talkshow reinzukommen, aber klappt alles nicht. Warst du nicht in der Talkshow? Nein. Nee. Was könnte man denn an Informationen hier jetzt in der Öffentlichkeit sagen, sollte er wissen, dass er adoptiert ist, wo er hellhörig würde, wenn er zuhört? Also sind jetzt viele Wenns und Würde, aber man muss es ja so ausdrücken. Nein, kann er sich jederzeit bei mir melden. Nee, wir müssen jetzt irgendetwas sagen, dass sich diese Person, dein Sohn, auch angesprochen fühlt. Bisher wissen wir nur das Geburtsdatum. Ja, er heißt Benjamin. Wenn er dann auch noch später so heißt, geheißen hat. Weil, ja, soviel ich weiß, hieß er weiter Benjamin. Benjamin, ja. Ja. Und wo ist er, in welcher Stadt ist er geboren damals? In Moers. In Moers. Ja. Mhm. Du weißt auch nicht, ob er in der Gegend vermittelt worden ist oder ob er irgendwo in Deutschland, das weißt du nicht. Das müsste in der Nähe gewesen sein, soviel ich weiß. Mhm. 4 Monate war er alt? 4 Monate, ja. Hat er irgendetwas Besonderes, was er als Kind schon hatte, was irgendein dickes Muttermal am Po oder irgendetwas? Nein. Also es gibt nichts, wo du ihn identifizierbarer machen könntest, für ihn selbst nein, auch? Nein. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, er hatte strahlend blaue Augen. Na gut, das haben viele Kinder in dem Alter. Mhm. Hatte ich auch und jetzt habe ich ganz grüne Augen. Ja, die hat meine Tochter heute noch. Du sagst, der Mädchenname hat sich geändert bei dir. Also ja. Du hast nicht mehr deinen Mädchennamen. Würde er den denn wissen? Vermutlich auch nicht, ne? Der würde aber in der Geburtsurkunde drin stehen. Ja. Den ja. Namen, den Mädchennamen können wir ja eigentlich jetzt hier sagen, ne? Ja, der ist Schlipper. Schlipper? Ja. Also S-C-H-L-I? S-I-P-P-E-R. Schlipper. Hm. Was fällt uns noch ein? Was könnten wir noch sagen als Identifikationsmerkmal? Haben wir noch was? Nee, sonst fällt mir momentan nicht ein. Mhm. Sagst du nochmal das Geburtsdatum? Der 18.08.1980. Ja. So. Nehmen wir mal den Fall an. Ich würde es dir sehr wünschen, wenn er es auch möchte, dass du deinen Sohn triffst. Ja. Irgendwann oder sogar bald. Was würdest du ihm sagen? Ja, ich würde mich erstmal mit ihm hinsetzen und so vernünftig mal mit ihm reden. Mhm. Ihm wahrscheinlich auch erklären wollen, was damals passiert ist. Was damals alles passiert ist. Ne? Wahrscheinlich denkt der sicher, warum hat meine Mama mich damals abgegeben? Ja. Das würde ich mit ihm. Ne, das fragt man. Drei Mädchen bei mir jetzt sind. Ja. Und deine Sehnsucht wäre schon, ein normales Verhältnis dann aufzubauen. Ja. Mhm. Und natürlich müsstest du tolerieren, dass er einen. Auch eine enge Bindung zu seinen Pflegeeltern hat, das ist ja, klar. Sicher, ne? Das würde ich auch tolerieren. Ja. Ja. Ja, Gertrud, ich weiß nicht, ob das jetzt gefruchtet hat, aber ich meine, es ist ein Versuch wert, was wir beide jetzt hier besprochen haben. Ja. Wir können das ja so machen, wir müssen es so machen, wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann würde der Kontakt über uns laufen. Dann müsste die Person, der Benjamin, müsste sich bei uns melden. Mhm. Er könnte mich jederzeit anrufen. Ja. Wie groß ist das Bedürfnis eigentlich, dass du ihn treffen möchtest? Das ist sehr groß, weil ich auch sehr krank bin. Mhm. Und dadurch möchte ich ihn wenigstens einmal noch sehen. Du bist so krank, dass du Angst hast, bald zu sterben? Nein, so krank nicht, aber ich kann bald nicht mehr laufen. Ja. Mhm. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe Arthrose in der Knie. Ja. Also in den Beinen und in den Armen. Ja. Gertrud, so verbleiben wir, wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Ich drücke die Daumen, wenn die Chancen noch minimalst sind, aber manchmal passieren ja ganz tolle Sachen. Ja, ich danke dir auch. Alles Gute von Herzen. Einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Uran ist hier.
24, hallo. Hallo, Orhan. Hallo. Hi. Hallo, Dorian. Was für ein schöner Name. Ist das türkisch? Ja. Orhan, das klingt sehr, Orhan, sehr... genau. Das klingt so nach 1001 Nacht. Dankeschön. Und was geht's bei dir, Orhan? Und zwar, seit März so angestellt habe. Darum geht's eigentlich. Was du seit März angestellt hast? Genau. Was hast du denn angestellt? Und zwar, ich habe eine Beziehung gehabt seit 6 Jahren. Ja. Und auch meine erste Freundin. Mhm. Und im März habe ich ein Mädchen kennengelernt. Mhm. Und das hat dann mit ihr angefangen. Erst sollte es nur was Sexuelles sein. Obwohl du noch da in deiner Beziehung war, mhm. Genau. Und sie wäre auch meine zweite Frau überhaupt gewesen. Mhm. Ich bin 24. Mhm. Und ja, das hat dann angefangen. Sollte erst nur was Sexuelles sein. Wir haben dann miteinander geschlafen nach 2 Wochen. Und so nach einer Woche, 2 Wochen, das ging immer weiter. Mhm. Und dann habe ich das meiner Freundin gebeichtet. Oh. Gut. Mutig. Ja, weil ich habe da irgendwie auch keinen Sinn dran gesehen, das so weiterzumachen. Mhm. Wie hat denn die Freundin darauf reagiert? Ja, sie ist natürlich ausgeflippt. Ja, klar. Sie hat mein Auto zertreten. Oh. Sie hat mindestens 10 Bullen reingetreten. Oh, was hast du für ein Auto? Ein Astra. Mhm. Mhm. Ja, und naja, ich weiß nicht, ich bin seit 6 Jahren mit ihr zusammen gewesen. So, jetzt hast du ihr das gesagt. Ja. Sie hat dein Auto zusammengetreten. Ja, genau. Und zwar bei der Nebenbuhlerin vor der Tür. Bei was vor der Tür? Bei der Nebenbuhlerin vor der Tür. Genau. Kennen die Frauen sich auch? Ja, ich bin sogar so doof gewesen und hab die beiden sich vorgestellt. Ach du lieber Himmel. Hast du denn danach, nachdem du das deiner Freundin erzählt hast, hast du dann Schluss gemacht mit der Affäre? Nein, nein, das hat noch lange angehalten mit beiden eigentlich. Mhm. Die wussten dann voneinander. Oh, das war aber eine angespannte Situation, vermutlich. Ja, sehr. Und das hat 2 Monate, 3 Monate. Ja. Also bis Juni, Juli hat das angehalten. Mhm. Aber irgendwie meine Freundin, ich habe sie noch geliebt. Ich liebe sie vielleicht heute noch. So, jetzt wollen wir aber erstmal erfahren, wie es aktuell ist. Jetzt, wo bist du jetzt? Jetzt will die Neue von mir gar nichts mehr. Und die Alte ist auch weg? Nee, die Alte ist noch da und sie will eigentlich noch, dass es weitergeht. Und zwar, dass ich sie vergesse, die Neue. Ja. Und dass das am besten noch alles an der Stelle weitergeht, wie es ist. Ja. Aber da ist zwischenzeitlich noch was passiert, Domian. Noch einer? Nein, nein. Noch eine? Sie ist schwanger geworden, die Neue. Aha. Sie ist schwanger geworden, die Neue. Ich meine, so richtig Liebe, weißt du, empfinde ich eigentlich nur noch für ich kann ihren Namen doch ruhig sagen, oder? Mir egal. Sag einfach die Neue und die Alte, dann können wir es besser verstehen. Okay, die Neue, genau. Also die Neue ist schwanger. Wenn, ja. wenn wir die Alte sagen, meinen wir das nicht böse, nein, ne? Das aber man kapiert es dann eher. Klar. Ja. Also die Neue ist schwanger, aber im Prinzip bist du in die nicht verknallt. Doch, ich bin in sie verliebt. Ach, du bist in sie verliebt. Ich liebe die Neue. Du liebst die Neue. Weil Domian, wenn ich keinen Sex mehr will von meiner Freundin, verstehst du, von meiner Alten, ja. Irgendwie gar nicht mehr, ich fühle einfach nicht mehr, weißt du? Ja, verstehe. Will denn die Neue dich auch? Nee, die Neue, pass auf, die Neue hat mir erzählt, sie ist schwanger. Ja. Und wir hatten eigentlich von vornherein, weil das ja auch nur was Sexuelles war, ja. Wir haben dann angefangen, auch irgendwann nach 3 Monaten uns zu lieben. Und ja, sie hat mir erzählt, dass sie schwanger ist. Ja. Ich habe wie so ein Kind meine Hosen vollgeschissen. Ja. Hab Schwanz eingezogen, hab angefangen zu jammern, so abtreiben, vielleicht nicht eine bessere Lösung. Und sie wollte dann doch das Kind behalten. Und ich habe sie 2, 3 Wochen, ich glaube wirklich 2, 3 Wochen fest zugetextet, habe ihr Sachen gesagt, die gar nicht wahr sind. Zum Beispiel, dass ich meine alte Freundin doch so sehr liebe und dass ich doch 6 Jahre lang... Ich will wissen, ob die Neue dich auch liebt. Ja, sie liebt mich, das weiß ich eigentlich. Aber dann ist doch alles okay. Du liebst sie, sie liebt dich. Aber ich habe sie seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Warum nicht? Weil das war mein Geburtstag, wenn ich das mal so erzählen darf, ganz kurz. 13. September, mein Geburtstag. Sie war hier bei mir. Ja. Und dann ist sie zu ihrer Oma gefahren für 5 Tage, mhm. Kurz danach. Und mein Vater wusste davon noch gar nichts. Ja, woran? So ausführlich können wir das gar nicht bereden.
Nein, das ist gar nicht ausführlich. Nein, wir wollen einfach die Fakten sehen. Ich will von der Alten wissen. Du liebst letztendlich deine alte Freundin nicht mehr, weil er auch sexuell ist nichts mehr gebacken. Aber die würde gerne, dass du wieder zurückkommst. Ja. So, aber du willst es nicht. Nein. Okay, können wir den Fall ja eigentlich beschließen, indem du sagst, nein, das ist Vergangenheit, lasse ich mich nicht weiter auf ein, die Liebe ist erloschen. Genau. So, ne? Reden wir nicht weiter drüber. Ja. Zur Seite. Wo liegt jetzt das Problem, dass ich erzähl's dir, die neue, ne? Ich hab ihr doch 3 Wochen zugejammert. Ich hab's danach eingesehen, dass es doch eigentlich wundervoll ist, ein Kind zu bekommen auch. Ja. Und dann ging das 2-3 Wochen gut bis zu meinem Geburtstag. Und dann, das war der springende Punkt. Ich bin in Urlaub gefahren zu meinem Vater, habe ihm das erzählt, bin wiedergekommen. Und wir haben uns 10 Tage nicht gesehen. In der Zeit hat sie dann angefangen zu erzählen, ich heirate meinen Ex-Freund, mit dem sie schon fast 1 Jahr nicht mehr zusammen ist. Ich meine, sie liebt dich auch, hast du gerade gesagt. Ja, sie liebt mich, davon bin ich überzeugt. Weil wir haben uns 8 Monate lang innig geliebt. Wir haben uns wirklich innig geliebt. Ja, 8 Monate kommt ja nicht hin, ne? Seit März bis jetzt. Ja, jetzt sind 8. Ja gut, die letzten 2 Monate fahren ja weg, ne? Dennoch will sie ihren Ex heiraten, oder was? Ja, jetzt. Verstehe ich nicht, warum? Damit das ein eheliches Kind wird. Ja, aber ihr könntet doch auch heiraten. Ja, ich weiß. Aber sie will mit mir auch nicht mehr reden. Warum nicht, wenn sie dich liebt? In den 10 Tagen, Domian. Ich weiß nicht, da ist alles den Bach runter. Was ist denn da los? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn sie auch in dich verliebt ist, sie ist schwanger. Im Übrigen will ich es nicht wieder, was ich ja immer in den Fällen tue, fragen, warum ist sie denn schwanger? Es war eine rein sexuelle Beziehung, man kann ja auch verhüten. Ja. Wir haben uns auf das Stäbchen in ihrem Arm verlassen. Ja. Gut. Gibt es da, ist sie familiär irgendwie gebunden, dass sie den anderen heiraten muss, weil die Familie das so möchte? Ist da sowas mit in der Luft? Das weiß ich nicht. Sie ist auch Ende letztes Jahr, ist sie nicht mehr mit ihm zusammen, aber sie war vorher auch 4 Jahre mit ihm zusammen. Und also kennen sich auch super gut, weißt du? Verstehe ich. Aber sie sagt zu dir ganz eindeutig, dass sie dich liebt. Ja, das hat sie zumindest vor 1,5 Monaten das letzte Mal gesagt. Wann habt ihr das letzte Mal geredet miteinander? Vor 2-3 Wochen. Mhm. So, dann würde ich ja ganz einfach an deiner Stelle so schnell wie möglich nochmal mit ihr reden. Ja. Und das mal nochmal richtig klären, was sie denn für Gefühle für dich hat. Ob das wirklich ehrlich ist, ob das immer noch so ist. Und wenn das immer noch so ist, dann ist es doch das Vernünftigste und Normalste der Welt, dass ihr beiden dann zusammenkommt, wo du sie auch gerne hast. Ja. Ich weiß nicht, sie hat irgendwie Hass gegen mich entwickelt. Warum? Sie muss irgendwie, weil ich Hosen voll hatte und auch ihr halt richtig vorgejammert habe, verstehst du, Domian? Ja, ich verstehe den Fall nicht so ganz richtig, muss ich ihr sagen. Du musst mit der Frau nochmal reden, richtig. Ja. Du musst, vielleicht hast du auch Angst, überhaupt klar mit ihr zu reden. Ja. Ich hab Angst, sie anzurufen, ja. Ja, da musst du aber durch. Jetzt hast du hier schon keine Angst gehabt, in aller Öffentlichkeit anzurufen. Dann wirst du ja wohl die Frau anrufen können, also, die dein Kind kriegt. Die letzten Male, die ich sie angerufen habe, ne? Ja. Da sagt sie, also sie hat zu mir das noch nicht mal gesagt. Ich habe ihre Mama angerufen. Ja. Sie hat mich aufgeklärt über die ganze Situation, dass sie mit dem Dennis heiraten will, ja, damit das ein eheliches Kind wird und damit ich das Kind auch überhaupt keine Rechte mehr habe, das Kind überhaupt zu sehen. Ja, das hat die Mama dir gesagt. Genau. Mein Gott, was sind das für Verhältnisse? Du musst mit dem, wie alt ist sie? 22. So, also das Allernächste ist, dass du als erwachsener junger Mann mit der erwachsenen jungen Frau redest. Und dass ihr beiden das klärt, was gemacht werden soll. Und nicht über Mama und hin und her und kreuz und quer. Mhm. Mensch, sei doch mal ein Kerl. Ja. Du wirst Vater wahrscheinlich. Und dann, ja, ist so. Ja, da musst Anfang, du auch, Anfang April. So, da musst du jetzt auch die Konsequenzen tragen und das jetzt klar regeln. Ja. Okay, rufst du an? Ich werde die anrufen. Ja, ich bitte darum, morgen schon. Ja, danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Wenn es wieder rauschen sollte bei euch, bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Aber es geht ja so auch noch. Heide, 51 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Heide. Mein Problem ist folgendes. Und zwar brauche ich dringend einen Rat. Ich habe vor circa 4 Jahren einen Mann kennengelernt. Mhm. Der 1 Jahr jünger ist als ich und also er war für mich das Nullplusultra. Mhm.
Sexualität spielt bei mir schon noch eine sehr große Rolle und das lief auch sehr gut. Und er hat ein Jahr um mich gekämpft und sich bemüht, sodass ich nach einem Jahr gesagt habe, okay, wir machen unser Ding zusammen. Mhm. Du warst damals auch solo. Ich war auch solo. Ja, und ja. Er auch. Er auch, ja. Mhm. Und dann haben wir uns eine gemeinsame Wohnung gesucht, mit Garten, mit allem Pipapo, halt sehr schön. Und circa 2-3 Tage nach unserem Zusammenziehen hat er sich ganz eigenartig entwickelt. Nämlich? Ja, er hat sich also so ins Negative entwickelt. Er wurde phlegmatisch, er hat nicht mehr viel für sich getan. Was heißt nicht viel für sich getan? Für sich persönlich hat er nichts mehr getan. Also das Outfit, was er mir ein Jahr vorgeführt hat, das... Ach so, er hat sich richtig hängen und gehen lassen. Ja, es war also so, ich kam abends vom Dienst, er lag mit der Jogginghose auf dem Sofa, er stand kurz auf, sagte Hallo und legte sich dann wieder vor den Fernseher, dass ich gedacht habe, das kann es doch gar nicht sein. Also nach dem Motto, die Kleine habe ich jetzt im Sack und nun kann ich alles so treiben lassen. Ne? Die ist fleißig, die kriegt das hin, genau, die arbeitet 10 Stunden, ja. die macht hier noch alles tipptopp. So, und das war schon so schnell, nachdem ihr zusammengezogen wart? Ja, das war 2-3 Tage danach ging das. Ja, so, nun sind aber 4 Jahre vergangen bis heute. Ja, Moment. Und dann so nach einem halben Jahr habe ich ihn mal darauf aufmerksam gemacht, dass das also nicht mein Lebensstil ist, dass ich da etwas anderes gewohnt bin und dass ich also nichts gegen eine bequeme Jogginghose habe. Aber ich möchte keinen Mann, wenn ich abends vom Dienst komme, der ständig nur auf dem Sofa liegt, der nach 8 Stunden dermaßen geschafft ist. Sexualität gab es einfach nicht mehr nach dieser Zeit schon. Und wenn ich dieses Thema angesprochen habe, dann nannte er dieses Thema mein Lieblingsthema. Naja, habe ich gedacht, vielleicht ist es gewöhnungsbedürftig. Er war eine ganze Zeit alleine, hat 3 Söhne erzogen alleine. Und die waren mittlerweile aus dem Haus. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht spielt sich das wieder ein. Ja, nach circa einem Jahr des Zusammenlebens habe ich dann gesagt, also das ist nicht mein Ding. Also es hat sich nicht eingespielt? Überhaupt nicht. Es wurde fast schlimmer noch. Also es ist also dann so gewesen, wenn ich dann mal das Bedürfnis hatte, mit ihm Sex zu haben, dann, er macht überhaupt keine Anstalten. Er hat dann zu mir gesagt, wenn du das brauchst, dann musst du dir das bei mir holen. So, das hört sich nach einem Jahr schon oder nach anderthalb Jahren ziemlich heftig an. Jetzt erzähl mir mal, wie es heute ist. Ja, es ist also so, ich habe nach 2 Jahren die Konsequenz gezogen. Ich bin vorher Jahr im November ausgezogen, habe mir wieder eine eigene Wohnung genommen. Ja. Entschuldigung. Und seit diesem Jahr, wo ich wieder alleine wohne, bemüht sich dieser Mann wieder um mich. Er ist genau der gleiche Mann wieder, den ich damals kennengelernt habe. Das ist ja absurd, ne? Ja, das ist der absolute Hammer. Das heißt, ihr habt auch wieder Sex miteinander? Das ist ja das Thema. In diesem Jahr einmal und einfach nur, weil ich es wollte, weil ich ihm gesagt habe, also hör mal, ich bin keine Frau, die da jetzt gänzlich drauf verzichten möchte. Aber dann ist es ja doch nicht so genau wie am Anfang. Denn da habe ich verstanden, dass da mehr die Post abging. Ja, also das ist schon richtig. Also aber auf diesem Gebiet ist das also quasi total eingeschlafen. Jetzt bin ich so Anfang des Jahres ziemlich krank geworden. Ja. Und der Mensch hat sich also tierisch um mich bemüht und hat mich hier zum Arzt gefahren und da zum Arzt gefahren und dies gemacht und jenes gemacht, ist mit mir verreist. Hat mir also einfach nur gut getan. Aber wenn ich dann mal zu ihm in die Wohnung gehe, dann ist es also genauso wie in der Zeit, als wir zusammengelebt haben. Diese Unordnung, dieser ungepflegte Mann, sodass er mir bei Zeiten dann suspekt wurde. Jetzt ist Folgendes. Ich möchte mich gerne ganz von diesen Menschen lösen. Ja. Aber er lässt mich nicht los. Aha, aber das ist ja ein ganz wichtiger Satz, den du sagst. Das ist ja eine Entscheidung. Ich möchte mich von diesen Menschen ganz lösen. Ja. Ne? Das, ja. Da ist ja viel in dir passiert, wenn man sowas ausspricht dann. Richtig, richtig. Ne? Ich fühle mich also in seiner Gegenwart so minderwertig so. Mhm. Auch wenn er zu mir in die Wohnung kommt. Er guckt abschätzend nach links und nach rechts, also in der Hoffnung, vielleicht kommt ja doch hier irgendein Mann, vielleicht hat sie ja einen, der nebenher läuft oder was weiß ich. Mhm. So, jetzt erklär mir mal, du sagst, er will nicht loslassen. Nein, einfach, er lässt mich einfach nicht loslassen. Du hast aber zu ihm so ganz klar gesagt, hier, ich möchte eigentlich keinen Kontakt mehr haben. Richtig, und zwar habe ich das schon im Februar gesagt. Und was sagt er dann? Ach, ich sollte mich nicht so anstellen, das wäre nur von mir eine momentane Laune. Ist ja auch erniedrigend, ne?
Total, total. Ne? Wenn man sowas, das ist ja nur, wie ich gerade schon sagte, eine Aussage von Gewicht. Und ja, wenn dann der andere sagt, ach komm, hör auf, ja, so ist doch nur eine Laune, ja. Nehmen wir nicht so ernst. Also ich schätze mal, er denkt einfach, ach Gott, die ist 51, er ist 50 geworden. Die soll sich mal nicht so haben, die kriegt eh keinen mehr mit und genau, so auf der Ebene. Mhm. Genau. Ja, Heide, dann musst du härtere Bandagen anlegen. Ja, aber ich bin in diesem Jahr, wie soll ich das beschreiben, ja irgendwie schwach geworden. Einfach, ich habe einfach keine Kraft mehr, keine Power. Mhm. Und heute wieder das Beispiel, ich war bei meinen Eltern in Lüdenscheid am Abend, die sind nicht gesund. Mhm. Und ich kam dann wieder und schon war mein Band wieder voll gesprochen. Mhm. Und er rief dann nochmal an und... ja, und dann, wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Ich war also... Rufst du dann zurück? Er ruft ja dann immer wieder an. Mhm. Und also ich glaube, Heide, um es zu verkürzen, ich glaube wirklich, wenn man eine wirkliche Grenze zieht, wenn man wirklich sagt, stopp, aber so, dass der andere auch merkt, dass man das sehr, sehr ehrlich meint. Akzeptiert er nicht. Doch, akzeptiert er. Ich könnte mir vorstellen, dass du ganz viele kleine Fehler auch machst, wo er dann doch wieder denkt, ach, die meint es gar nicht so wirklich ernst. Ja, er hat heute also quasi über Pläne von Weihnachten gesprochen. Mhm. Jetzt habe ich versucht, ihm zu erklären, dass ich gar nicht da bin. Ja, da hat er zu mir gesagt, das wäre doch Schwachsinn, natürlich wäre ich da. Du sollst ihm auch nicht sagen, dass du nicht da bist. Du sollst sagen, ich habe kein Interesse, mit dir darüber zu sprechen, weil ich Weihnachten mit dir nicht verbringen möchte. So macht man das. Ja, diese Kraft fehlt mir aber, ihm das so knallhart zu sagen. Denn er ist alleine und das tut mir irgendwo ein bisschen leid. Mhm. Dennoch, wenn du für dich entschieden bist, dass du das nicht mehr möchtest, ist es auch der bessere, ehrlichere und auch menschlichere Weg, diese Härte einmal zu zeigen und die Wahrheit zu sagen, als wenn du dich da auf etwas einlässt, was du eigentlich nicht willst und du fühlst dich unwohl und fühlst dich bedrängt. Und, das ist der falsche Weg. Du musst dich dann einige Male dazu zwingen, Heide. Nur so geht es. Das kannst du auch, Mensch, das glaube ich doch. Ja, ich versuche es, aber irgendwie wickelt er mich dann im Gespräch immer wieder ein und dann empfinde ich Mitleid. Du darfst dich gar nicht auf diese Gespräche mehr einlassen. Du musst klar sein, pass auf, ich habe keine Lust mehr, ich habe kein Interesse, lass uns gar nicht mehr telefonieren miteinander. So ist halt das Leben, das ist halt immer hart, wenn man sich von jemandem trennt, das ist halt dann so. Aber wenn dein Herz und deine Überzeugung das so sehen, dann ist es halt so. Was will man da machen? Und wahrscheinlich wirst du dich hinterher besser fühlen und erleichtert fühlen, als diesen ganzen Murks mitzumachen, in dem du da jetzt hängst. Ist so, ne? Ja, also ich fühle mich auch total unwohl, es macht unglücklich. Ja. Wenn ich schon sehe, wie das Auto hier vor meiner Türe hält, da geht mir schon die Luft aus. So, meine Meinung habe ich dir gesagt. Jetzt werde ich, aber habe ich noch einen Vorschlag, dass du vielleicht noch einen psychologischen Trick vielleicht noch erfährst von meinem Psychologen, wie du dich selbst auch noch ein bisschen härter machen kannst. Ja, dass die Richtung nötig ist, ich glaube, da sind wir uns auch ganz einig. Ne? Ja, das denke ich doch. Ja. Das wäre ganz gut. Ja. So, liebe Heide, du rufst an und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, ruft dich zurück. Alles klar, ich danke dir. Alles Liebe und toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. So Leute, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier in der Nacht im Radio bei 1 Live, dann ruft an 0800 220 5050. Wir sind heute nicht im Fernsehen, sondern hier unter uns im Radio. Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Carina, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Carina. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich möchte gerne zur Bundeswehr gehen. Meine Bewerbungsanlagen, Unterlagen stehen tierisch in den Startlöcher. Ja. Und stehen tierisch in den Startlöcher. Genau. Warum willst du zur Bundeswehr? Weil mich der Beruf interessiert. Und mein Problem ist aber, ich bin lesbisch und weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. Bei der Bundeswehr? Ja. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, darf man da sagen, dass man schwul ist? Früher durfte man das nicht. Ich früher weiß es nicht. Früher wurde also man gleich rausgeschmissen. Man hört ja so von Schwulen, dass sie immer sehr diskriminiert werden, wenn man das rauskriegt. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist, wenn man lesbisch ist. Aber ist denen das sogar ganz recht, weil die dann denken, na, die baggert unsere Jungs nicht an. Naja, so werden sie nicht denken, aber so habe ich gerade mal gedacht. ja, das weiß ich auch nicht. Gute Frage.
eigentlich ist es, ich finde ja eigentlich, dass man immer so mit solchen Sachen gleich, gerade in solchen Bereichen, wo das noch so ein bisschen heikel ist, dass man da gleich mit offenen Karten spielen sollte, um nicht hinterher in Probleme zu geraten, um nicht erpressbar zu sein oder wirklich in irgendwas hineinzugelangen. Ja. Aber wobei mir das auch an der Stelle ein bisschen blöd vorkäme. Ich bin Carina, ich will Soldatin werden. Übrigens, ich bin auch lesbisch. Geht dir doch gar nichts an. Ja, eigentlich. Es geht die nichts an, ob du lesbisch bist. Solange du deinen Dienst gut machst und dich ordentlich verhältst. Ja, ich bin ja kein schlechterer Mensch deswegen. So. Hast du mal irgendwie was gehört von anderen Mädels, die lesbisch sind? Nee, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu anderen. Vielleicht so kriegt man ja sowas raus, was Radio, das hören ja doch einige. Ja. Ja, aber jetzt, je länger ich drüber spreche, denke ich eigentlich, nee, was soll das? Nee, nicht sagen oder nee sagen? Nee, nicht sagen. Nicht sagen. Es diskriminiert einen vielleicht auch von vornherein so ein bisschen. Man gleich sagt, ach übrigens, ich bin auch. Ich habe da so eine Behinderung, ich bin lesbisch, ne? So, ne? So ein Beigeschmack hat das ja immer. Ja, früher. Also gerade mein erster Gedanke, glaube ich, war falsch. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Eigentlich finde ich, dass man da selbstbewusst hingehen muss und sagt, hier Jungs, ich bin da, ich will einen guten Job machen, bin bereit, alles dafür zu geben. So, und nun kannst du losgehen. Was ich unter meiner Bettdecke mache, ist nicht eure Sache. Und solange du da keine Stabsärztin anbaggerst im Dienst. Aber das Problem ist ja, haben die heterosexuellen Jungs ja auch mit den heterosexuellen Frauen, die bei der Bundeswehr sind. Ja, ich glaube, das untereinander ist, glaube ich, auch verboten. Das ist auch verboten, ja, 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 ist ja auch okay. Die dürfen keine Beziehungen untereinander haben. Und du musst natürlich auch dann auch diszipliniert sein, dass du dich dann nicht verliebst in eine andere Soldatin oder so. Ich glaube, das passiert mir nicht, dafür bin ich sehr schüchtern. Also ich glaube, nein. Okay. Aber vielleicht gibt es Rückmeldungen von Hörern, die uns faxen oder mailen oder vielleicht auch anrufen, die ihre Meinung sagen. Dennoch, wo ich dich nur an der Strippe habe, würde ich gerne doch nochmal die Frage vertiefen, die ich gerade schon gestellt habe, was dich so interessiert an dem Beruf der Soldatin. So direkt kann ich das gar nicht sagen, was mich so interessiert. Ich finde dieses Feld, Soldatin oder Bundeswehr sehr interessant, weil ich denke für mich, das wäre eine Herausforderung, mal was Neues. Ist da auch so eine gewisse Abenteuerlust hinter? Ja, auch. Ja. Also du würdest, so habe ich es richtig verstanden, so richtig als Hauptjob das machen wollen, ne? Als Hauptjob, natürlich, ja. Ich möchte mich gern für 12 Jahre verpflichten lassen. Ja, in welche Richtung, welchen Bereich? Das geht so im Transportfeldwebelbereich. Ja. Das heißt, oder Nachschubfeldwebel. Ja. Das heißt, ich habe praktisch also nicht so mit Waffen zu tun, halt nur in der Grundausbildung. Und danach bin ich halt nur für Dinge verantwortlich, die Versorgung sicherstellen. Wärst du denn, ich meine, die Zeiten entwickeln sich ja so in dieser Richtung, wärst du bereit, dann auch irgendwo zu einem Auslandseinsatz zu gehen? Ja. Das ja. Und das bedeutet ja, dass man unter Umständen dann auch sein Leben riskiert, ne? Unter Umständen ja, aber dazu wäre ich auch bereit. Da wärst du bereit so. Ja. Ja, finde ich gut, dass es solche Leute gibt, weil ich schon auch glaube, dass wir eine Armee brauchen. So sind die Zeiten leider. Mir wäre es auch lieber, wenn die Welt keine Armeen bräuchte. Aber dann müssen wir auch Leute haben, die das machen, ne? Ja, es gibt Leute, die das machen und Leute, die daran Spaß dran haben und auch, die das wollen. Denkst du jetzt auch darüber nach schon? Ich meine, da muss man ja vorher drüber nachdenken, dass du eventuell vielleicht auch in einen Konflikt geraten könntest. Nehmen wir mal an, ich frage es anders. Irakkrieg. Wie hast du zum Irakkrieg gestanden? So gestanden eigentlich. Ich habe halt akzeptiert, so wie es ist. So, nehmen wir mal, wir konstruieren mal folgenden Fall. Ja. Du bist aufgrund deiner politischen Überzeugung der Ansicht, dass ein bestimmter Einsatz, bleiben wir mal bei dem Irakkrieg, völliger Blödsinn ist und du das kategorisch ablehnst. Bist aber Soldatin und deine Regierung sagt, ja, wir machen da mit und wir schicken dich dahin. Das ist ja Gott sei Dank jetzt in Deutschland nicht passiert, aber wir nehmen es mal an. Hast du dir über solche Konfliktfälle schon Gedanken gemacht, wie du dich dann verhalten würdest? Was steht denn höher, deine Gewissensentscheidung oder der Befehl der Regierung? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich würde es machen, auch wenn ich
nicht gut finde, weil es einfach mein Beruf oder mein Job ist. Ah ja, gut. Wenn man so eine Position hat, ist, die ist diskutabel, aber ich finde, sie ist zu akzeptieren, wenn du das von vornherein so siehst. Das ist ja praktisch so, wenn mir mein Chef in der Firma sagt, du musst das jetzt machen, kann ich zwar auch Nein sagen, aber machen muss ich es trotzdem. Ja, wobei hier kommt immer eine ganz andere Ebene mit rein. Hier geht's, ja, ne, hier man geht's kann das jetzt so nicht vergleichen. Nee, das ist hier geht es um Menschenleben, ne? Ja, klar. Da ist nicht mit zu spaßen, da kann man nicht einfach mal so sagen. Und na gut, aber das ist ja gar nicht das Thema gewesen. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir Rückmeldungen kriegen. Wir halten dich auf dem Laufenden, Carina. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier die Kirsten. Oder Kirsten? Kirsten. Kirsten, 29. Nee, 19. 19? Ja, 19. Du hast aber eine maskuline Stimme. Tja, das hat so mehrere Sachen. Mhm. Erstmal guten Abend oder guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und zwar geht es bei mir darum, ich habe eine 12-jährige Schwester. Ja. Und die hat eine ganz, ganz schwere Latexallergie. Die Schwester? Genau. Ja. Und das ist so heftig, dass wir jeden Abend mittlerweile einen Notarzt und einen Rettungswagen bei uns haben. Ja. Die ihre Medikamente spritzen müssen, weil sie auf jede Sache anschlägt, was wir im Haus haben. Also sprich Fensterdichtungen, Teppich, Sofa, was auch immer, was mit Latex, Silikon und allem drum und dran zu tun hat. Hör mal, entschuldige mal. Ich bin jetzt mit den Gedanken irgendwie nicht bei der Sache. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Ich bin ein Mann. Ach so, deswegen, ich war ganz durcheinander. Kirsten, so, ich dachte, das wäre ein Frauenname. Entschuldige, das muss ich erstmal für mich klären, weil ich sonst drüber nachdenke und nicht richtig zuhören kann. Aber ich habe schon mitbekommen mit der Latexallergie und die 12-jährige Schwester, genau, dass da ständig Dinge passieren. Genau. Erzähl mal weiter. Hm? Und ja, wir haben jetzt bei unserer Krankenkasse, hatten wir jetzt einen Kurantrag aufgestellt für sie. Ja. Und weil wir unser ganzes Haus renovieren müssen, wir müssen alle Teppiche rausreißen und die ganze Sache. Ja. Die Krankenkasse hat das jetzt auch schon zum fünften Mal abgelehnt. Mhm. Wir waren dann auf dem Gesundheitsamt gewesen in Groß-Gerau. Mhm. Die haben danach zu uns gesagt, dass meine Mutter sollte mit ihr in ein Hotel ziehen und sie würden es aber auch nicht bezahlen, dann wäre sie weg. Und oder sie sollte zu Freunden oder zu Freundinnen gehen. Was aber völliger Quatsch ist, dort kann es ja genauso passieren, durch Teppiche und die ganze Sache. Mhm. Und wenn wir das nicht machen würden, dann sollten wir wiederkommen, dann würde die Tante vom Gesundheitsamt mit uns aufs Jugendamt hochgehen, dann würden sie für so eine Pflegefamilie suchen. Ist das in der Pflegefamilie, haben die keinen Latex in der Wohnung oder wie? Ich weiß es nicht, also normalerweise... Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich verstehe ihn auch nicht. Also es geht darum, dass das Mädel eine Latexallergie hat und ständig erkrankt. Genau. Ne? Aufgrund vieler Dinge, die im Haus sind. Sag mir nochmal, wie schwer diese Allergieanfälle sind. Die sind ziemlich schwer, also die sind lebensbedrohlich, was wir auch durch bestimmt 15 bis 20 Atteste von Ärzten haben. Ja. Dadurch ist es so auswirkt, dass sie Atemnot kriegt, eine ziemlich starke. Ja. Das Bein ist so eine Art Lähmung dann auf einmal drin. Aha. Und das linke Auge schwillt dermaßen an, dass sie auch gar nichts mehr sieht. Und man kann im Krankenhaus dann sie beruhigen mit Medikamenten und weiß ich was? Nee, das ist ja das Allerschönste. Die Vitamine wird ins Krankenhaus genommen. Aha. Die Sache ist so, wir rufen ganz normal die 112 an, sagen, was los ist. Die kennen uns ja mittlerweile schon. Ja. Und die schicken uns danach einen Rettungswagen und einen Notarzt, der kommt doch meistens dann mit Blaulicht noch gefahren. Ja. Dann kriegt die ihr Cortison gespritzt. Ach so. Und kriegt noch eine Infusion. Und dann war's ja, das? Ja, genau, der Arzt, der spritzt dann schnell das Cortison rein und danach fährt er wieder. Wie lange hält die Wirkung des Cortisons an? Das hält komplett dann wieder, also das hält dann bis zum nächsten Anfall wieder. Am nächsten Tag ist dann alles vorbei. Das heißt ja, jeden Tag einen Anfall? Ja, im Moment schon. Mhm. Im Moment schon. Wann fing das an? In welchem Alter? Das ist noch gar nicht so lange, das ist ja das Allerschönste. Das war, also die hat noch zusätzlich was an den Nieren. Und war vor 4 oder 5 Monaten im Krankenhaus. Mhm. Und dann mussten sie das für 4 Wochen Katheter legen. Ja. Und durch diesen Katheter hat die Allergie begonnen. Mhm. Also die Lösung wäre, wirklich in einem Haus, in einer Wohnung zu leben, wo all die Materialien verschwinden, auf die deine Schwester allergisch reagiert.
Genau, das wäre dann, wenn man so nimmt, ein Glaskasten. Ach so. Hm. Aber dann verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was ist denn das für ein Gedanke, das Jugendamt will sie in eine Pflegefamilie geben? Ja, ich verstehe es auch nicht. Meine Eltern verstehen es nicht, meine Geschwister verstehen es nicht. Es versteht keiner, es versteht keiner Freunde von uns, unsere Nachbarn, es versteht niemand. Oder unterstellen die, dass ihr euch nicht, oder deine Eltern sich nicht ordentlich um das Kind kümmern? Ja, sozusagen, also das Gesundheitsamt meint mittlerweile schon, es wäre psychosomatisch, dass meine Eltern ihr das einreden würden und sagen, Sarah, du hast diese Allergie. Mhm. Und so hat die Sarah, dann denkt sie auch, dass sie diese Allergie hätte. Ja. Aber ich meine, danach hat ein Kind auf einmal Atemnot, ein 12-jähriges Mädchen. Ja. Und das Auge schwillt an und kann nicht mehr laufen und das soll sie sich einbilden. Also sowas ist irgendwie schwer, wenn man das sieht, das Auge dicht ist. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr kurios und sehr merkwürdig, so ein Vorschlag von Seiten des Jugendamtes. Mir überhaupt nicht nachvollziehbar. Genau. Das ist wirklich ein schwieriger Fall, glaube ich. Deswegen möchte ich gar nicht, das können wir eh jetzt hier nicht richtig verhandeln, weil das noch in viele Bereiche reingeht, dass du auflegst und wir rufen dich nochmal gleich, also jetzt gleich zurück. Mhm. Und mein Psychologe, der sich besser auskennt, auch mit diesen ganzen Kontakten Jugendamt und was alles damit zusammenhängt, kann dir da sicher fundierter eine Auskunft geben und ihr könnt auch vielleicht ein paar Strategien entwickeln, wie ihr euch da verhalten sollt. Okay? Okay. Legst du auf und der Peter ruft dich an. Gut, danke. Alles Gute, Kerstin. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. Jetzt geht's weiter bei mir mit der Martina. Martina ist ja 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein größter Fan von Süddeutschland. Oh. Von wo rufst du denn an? Bei Stuttgart. Bei Stuttgart. Mhm. Und heute siehst du uns leider nicht im Fernsehen? Leider nicht und deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich jetzt seit einer Dreiviertelstunde am Telefon euch zuhören kann. Stimmt, ihr empfangt eins live nicht dort unten, ne? Leider nicht und ich habe auch keinen Internetanschluss, von daher kann ich auch nicht übers Internet das verfolgen. Martina, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz arg. Ich habe alle deine Bücher und ich verfolge dich seit am Anfang. Hey, 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 das ist ja Teil toll. Teil von meinem Leben. Das freut mich aber. Hey, hey, hey. Um was geht's denn bei dir? Also wir haben, ich schätze, vor circa 2 Jahren schon mal telefoniert. Hm? Und ich habe einen Freund, der ist transsexuell und es kam damals, also wo ich angerufen habe, habe ich dir erzählt, dass es praktisch rauskam. Ja. Und zwar, ich habe Frauenklamotten, also ich erzähle das nochmal kurz, damit du weißt, was ich sage. Genau. Ich habe Frauenkleider gefunden und habe gedacht, er geht fremd. Ja. Und habe ihn dann zur Rede gestellt und er hat dann praktisch sich geoutet bei mir, dass er eigentlich sich als Frau fühlt. Also wirklich eine transsexuelle Identität hat. Genau, ja. Genau. Mhm. Ja, und dann war das erst ein bisschen kritisch und wir sind dann also zur Beratungsstelle gegangen. Mhm. Und weil er sich eigentlich Brüste wünscht, das wäre also sein größter Wunsch. Mhm. Also ist bis heute nicht passiert und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen dir erzählen, wie das die letzten 5 Jahre jetzt gelaufen ist. Also interessant ist ja, dass ihr zusammengeblieben seid in den Jahren. Ja. Also damals, wo wir gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, dass ich sehr tolerant und offen bin. Ja. Und das bin ich auch geblieben. Ja. Also ich zweifle immer mal wieder dran, ob es Richtige ist, aber ich denke, das ist normal. Wie alt ist denn dein Freund? 35. 35. Du sagst, er würde gerne Brüste haben. Mhm. Nimmt er Hormone ein? Er hat es eine Zeit lang getan, aber das hat meiner Meinung nach ihm nicht gut getan. Ja. Und ist so in der Perspektive der Wunsch da, sich irgendwann operieren zu lassen? Ich denke in seinem Wunschtraum schon, aber das umzusetzen in Realität haut nicht hin. Ja. Also. Nun stell, warum haut das nicht hin? Ich wollte jetzt gerade nochmal schon was sagen. Also er war vor 2 Jahren sehr integriert in eine Firma, selbstständig. Ja. Und da sich zu outen als Frau wäre praktisch der Untergang gewesen. Ah ja. Mhm. Wann zieht er denn so Frauenkleider an? Nur bei euch zu Hause oder geht ihr auch schon mal irgendwie raus? Also ich war über der Letzte ganz allgemein. Bitte? Ich war sehr gemein zu ihm und ja? habe zu ihm gesagt, er soll das und das Kleid anziehen und zu McDonald's fahren. Und war so. Oh, und die Nachbarn? Ja, und dann war es so witzig, er hat es dann anzogen und schöne Schuhe dazu. Ja. Und dann, also er fasst es dann immer nicht, dass ich ihn auch ein bisschen provoziere. Ja.
Und dann hat er rausgeguckt und sagt, wenn mich jetzt jemand sieht, dann sage ich, ja, genau, das ist jetzt der Kick und du gehst jetzt. Ist er gegangen? Er ist gegangen. Na, wunderbar. Aber er war super nervös und war einfach wie so ein Kick. Verständlich, dass man da nervös ist. Wie lange liegt dieser McDonald's-Gang jetzt zurück? 3 Wochen. Ach so, so frisch alles noch. Mhm. Das heißt, ihr beiden Mädels wart noch nicht auf Jück? Nö. Nee, das noch nicht. Ich bin ja nicht in Köln, leider. Hier wäre das sicher ein bisschen einfacher als in Stuttgart. Es ist ja doch eine interessante Frage oder auch Vorstellung. Du bist ja de facto, obwohl vom Körper her nicht sichtbar oder nicht so richtig sichtbar, jetzt mit einer Frau zusammen, ne? Aber er ist in meine Augen mein Traummann. Also vom Körper her, wenn er jetzt duschen geht und kommt raus und ich sehe ihn, das ist hin und weg. Ist ein Traum. Ist ein Traum von meinem Mann. Für meine Gefühle oder für meine optische Reize. Ja. Schlaft ihr auch noch miteinander? Ja, logisch. Naja, so logisch ist es nicht. Die Frage hat er Spaß daran? Ja, aber ich merke immer wieder, dass wir mir, also, wie soll ich sagen, so Heterosex also haben, ganz normal. Mhm. Das geht eine Weile gut. Und dann merke ich, dass er also nicht mehr so arg Lust hat. Mhm. Und dann spielen wir einfach, oder spielen in Anführungszeichen, für ihn ist es kein Spiel, dass er dann halt mal wieder Frauenwäsche anzieht. Mhm. Oder, also ich denke auch, ein bisschen Schuhfetisch ist, also Pumps anhat. Ja. Und das turnt dich nicht ab? Nö. Also ich toleriere es. Du tolerierst es. Du musst es nicht haben, aber es ist okay, wenn das genau, macht. Genau, wenn es ihm dabei besser geht, ist es okay. Ja. Und was jetzt ganz witzig ist, also wir haben vor 2 Jahren schon gesagt, wegen Sterilisieren, weil er hat 2 Töchter aus erster Ehe. Ja. Und ich habe einen Sohn und wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir möchten kein gemeinsames Kind. Ja. Und jetzt hat er sich sterilisieren lassen. Und das, also vor 2 Jahren ist er geflüchtet, also er ist nicht zum Termin. Mhm. Und also vor einem Viertel oder halben Jahr hat er es jetzt gemacht. Mhm. Und jetzt ist er wie so ein Hengst, weil er praktisch keine Angst mehr haben muss, dass ich schwanger werde. Ja. Und es ist der Kick. Also wir haben vielleicht vor 14 Tagen miteinander geschlafen und er sagt, es ist für ihn, der Kopf ist frei. Mhm. Er muss keine Angst mehr haben. Und Martina, ist das denn jetzt so, dass er im Prinzip... Das ist immer so kompliziert, sich in transsexuelle Menschen hineinzudenken. Er ist eigentlich vom Gefühl her eine Frau. Mhm. Das heißt, er ist eigentlich eine lesbische Frau, oder? Ja, hat er auch gesagt. Also, ja, ne? Er hat schon gesagt, er könnte sich nicht vorstellen, wenn er jetzt sich auch operieren würde, mit einem Mann zusammen zu leben. Mhm. Das bedeutet, dass er eigentlich auch sehr gerne mit dir zusammen ist. Ganz arg. Und das Schöne ist, also wir haben immer so Höhen und Tiefen gehabt, wo ich ihn mehr geliebt habe, wie er mich. Ja. Und jetzt ist gerade wieder so, dass er mich mehr liebt und einfach auch, wie soll ich sagen, oh, meine Vögel stürzen. Ich höre gerade schon was. Ja, es ist dunkel, deswegen, es ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall, er liebt mich jetzt gerade wieder mehr und umgarnt und ist ganz arg lieb und nett. Das bedeutet, dass ihr eigentlich, es ist ein Glück ist, dass ihr euch gefunden habt, für ihn auch ein Glück ist, dass er dich hat, die das also so toleriert. Er hat es auch gesagt, er hat zum Beispiel in seiner Ehe das auch gesagt und sie hat praktisch ihn ausgelacht und hat ihn auch bloßgestellt vor Freunden. Mhm. Wie weit ging es denn bei dir? Wäre das durchaus möglich, was ich gerade so flapsig gesagt habe, dass ihr beiden euch wirklich richtig aufbrezelt und mal... Das wäre mein Traum. Ja. Also ich möchte es gerne eigentlich mal in Köln machen, wenn Karneval ist. Na gut. Doch, ja, bei Karneval ist das ja nun nicht so eine große Leistung. Ich meine zu normalen Zeiten, dass ihr beiden wirklich als Frauen ganz schick ausgeht. Aber bei uns in Stuttgart sind die Diskotheken nicht so offen wie in Köln. Also es ist irgendwie... In Köln brauchst du keinen Karneval dafür. In Köln können alle Transen immer hierher kommen und wir haben alle Spaß miteinander. Das ist herrlich. Ja, so ist das hier. Also in 10 Jahren, wenn mein Sohn erwachsen ist, ziehe ich nach Köln. Das ich liebe Köln. Und das hören wir gerne hier. Bitte? Das hören wir natürlich sehr gerne und vor allen Dingen ich. Und Hella von Sinnen habe ich einmal im Karneval getroffen, da war ich total high an dem Abend. Ich konnte die nicht fassen. Weiß ich immer, wenn man jemanden im Fernseher sieht, jetzt ist die Sendung aus, schade. Ist gleich zu Ende. Ja, immer, du wolltest sagen, immer wenn man jemanden im Fernsehen sieht und den dann real sieht, ist das seltsam, ne? Ihr wart so bescheuert, habt ihr gesagt, bist du's? Und sie, ja. Ja. Also es war recht witzig und also ich kann Hella brutal gut leiden und dich und
Ist einfach nett. Also ich merke schon, du musst ins Rheinland kommen. Ja, das gefällt mir. Von der Mentalität her bist du ein kölsches Mädchen, ne? Genau. So, Martina, ich freue mich, dass du nochmal durchgekommen bist und dass wir haben reden können. Ja. Denn das ist ja schon auch wirklich eine interessante Biografie, die du hast und die ihr zusammen lebt. Du und dein Partner. Mhm. Und auch, dass es weiterhin so gut läuft und dass ihr beide euch weiterhin so lieb habt und euch so toleriert auch. Nett. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik Michael Jansen. Morgen wieder im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder im Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter dieser hier bekannten Nummer 0800 220 50 50 anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen.